Herbert Quandt was proud that the AFA, which he had founded and run together with his father, was later continued by his oldest son, Sven. Sven Quandt is the only one of the dynasty who agreed to an interview with us. But once again, we had to learn that the family history in the Third Reich was not to be discussed. Wir haben ein Riesenproblem in Deutschland, das wir nie vergessen können. In der Familie und wir haben über die Themen oft genug gesprochen. Wir finden es aber schade, denn es hilft Deutschland unheimlich wenig weiter. Je mehr wir da an dieser Stelle im Prinzip, je mehr wir darüber nachdenken und daran erinnert werden alle, genauso wird man im Ausland daran erinnert. Und wir müssten endlich mal versuchen, das zu vergessen. Es gibt in anderen Ländern ganz ähnliche Dinge, die passiert sind auf der ganzen Welt. Da redet keiner mehr drüber und es hat auch keinen Negativ-Touch. Bei uns hat es immer den Negativ-Touch. Sven Quandt is a passionate motor enthusiast. His racing team participates in international rallies. For him, the fact that after the war his father and grandfather were not prosecuted by the Allies is evidence of their innocence. Das Interessante ist ja auch, da gibt es ja die amerikanischen, diese Listen, wer das alles. Wir tauchen da ganz, ganz unten irgendwo auf. Ja? Wir sind nicht mal auf der Liste, wo man überhaupt mal angegangen worden wäre. Ja? Es gab während der ganzen Zeit auch an die Firmen, wo wir sind, noch nicht mal, wo ich dran beteiligt bin, noch nicht mal ein Prozess, noch nicht mal eine Frage über irgendwelche Nachbesserungen oder irgendwas. Ja? Also auch das zeigt es, dass es da sehr, sehr wenig gewesen ist.